Ja, willkommen beim heutigen TGA Roundtable. Wir reden heute über etwas, das es schon gibt. Nur haben sich die Vorzeichen dramatisch geändert. Wir reden über die Hybridheizung, also über die Kombination von verschiedenen Wärmeerzeugern. Gerade in Zeiten, in denen die größtmögliche Unabhängigkeit von einzelnen Energielieferanten erwünscht ist, die höchstmögliche Autarkie für den einzelnen Betreiber und wo die Energiepreise auch bekanntermaßen volatil sind, ist das jetzt wieder mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Wir reden aber heute auch darüber, wie und ob das ausschließlich mit erneuerbaren Energien geht und auch darüber, wie das vielleicht zu einem Geschäftsmodell für die Anlagenbauer werden kann. Dazu habe ich jetzt eine illustre Runde bei mir, die ich vorstellen möchte, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Ralf Andres, er ist Senior Produktmanager bei Bösch mit dem Fokus auf nachhaltige Biomasse und Hybridlösungen. Guten Tag. Danke für die Einladung. Neben ihm sitzt Markus Beyer. Markus Beyer leitet in vierter Generation mittlerweile den Familienbetrieb. Er ist als gelernter Handwerker mit allen Aspekten der Heizungs- und Elektroinstallation betraut, nämlich auch Doppelkonzessionär, muss man in diesem Zusammenhang betonen, und hat ein besonderes Engagement für innovative Heizlösungen, die nicht jeder kann, sozusagen. Dankeschön für die Einladung. Elisabeth Berger, sie ist Geschäftsführerin der VÖG, muss man meistens nicht mehr vorstellen in dieser Runde, ich tue es trotzdem. Sie repräsentiert die Vereinigung der österreichischen Kessel- und Heizungsindustrie, also eine Organisation, die irgendwo über 90% des gesamten österreichischen Heizungsmarktes abdeckt. Herzlich willkommen. Danke, freue mich auf eine spannende Diskussion. Und links von mir noch Wolfgang Zabrell. Er ist Vertriebsleiter für Wien, Niederösterreich und das Burgenland bei Bösch. Er ist sozusagen die Schnittstelle zwischen der technischen Expertise und dem Vertrieb, also dem, was der Markt auch tatsächlich braucht. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, bevor wir jetzt starten, die, die schon öfter dabei waren, wissen es schon. Sie können natürlich mitdiskutieren, wenn Sie Fragen zu bestimmten Themen haben, Anmerkungen zu Dingen, die gesagt werden oder Ihnen etwas unter den Nägeln brennt, dann haben Sie die Gelegenheit dazu. In Ihrem Browser haben Sie einen Q&A-Button oder Frage und Antwort, je nachdem, in welcher Sprache Ihr Browser mit Ihnen spricht. Schreiben Sie da einfach rein, was Sie sagen wollen, welche Frage Sie haben. Und schreiben Sie bitte auch dazu, wenn Sie nicht möchten, dass ich Ihren Namen vorlese. Ich werde die Frage auf jeden Fall vorlesen. Wenn Ihr Name, wenn dabei steht, Sie wollen lieber anonym sein, schreiben Sie es dazu. Kann ja vorkommen. Ich lese die Frage trotzdem vor. Beginnen wir aber jetzt einmal mit der Diskussion, mit dem Einstieg. Herr Andres, die klassische Frage bei Hybridheizung und jedem, dem ich im Vorfeld erzählt habe, dass wir heute über die Hybridheizung reden, hat gesagt, naja, Hybridheizung ist eh gut, aber als Neuanlage, da kaufe ich zwei Heizungen, das kostet doppelt so viel wie nur eine und ich will ja nur ein Haus beheizen. Was antworten Sie darauf? Sie haben die Frage ja schon oft gehört. Ja, da kommt die Antwort, was wäre Romeo ohne Julia oder was wäre Batman ohne Robin? Ja, also jetzt im Ernst, da, natürlich gibt es diese Paarung bei uns, heißt das Ganze das Duett. Man muss das genauer anschauen. Zum ersten Überfliegen ist das die Meinung, zwei Wärmeerzeuger muss den doppelten Preis bedeuten. Das stimmt aber nicht. Warum stimmt das nicht? Einfach aus dem Grund heraus, weil wir durch das mal zwei Wärmeerzeuger haben, natürlich nicht beide auf die Heizlast des Hauses auslegen müssen. Das ist nur ein Wärmeerzeuger, in dem Fall in unserem System ist es der Pelletskessel, den wir auf die Heizlast auslegen und dann können wir die Wärmepumpe sehr, sehr klein auslegen. So, und somit haben wir dann natürlich eine Situation, wo wir bei der Wärmepumpe, in dem Fall jetzt eine Split-Wärmepumpe, eine geringe Leistung fahren können oder einbauen können. Und kommen denn tatsächlich im Preis, wenn ich jetzt zum Preis komme, im Endpreis tatsächlich um ca. 10 bis 15% über ein System mit einer Monoblock-Wärmepumpe. So, und das ist argumentierbar. Und am Ende des Tages ist dann der Preis, der jetzt offensichtlich eigentlich Hindernis ist, eigentlich ein ganz klares Argument für den Kauf einer Hybridheizung. Herzlichen Dank einmal dafür. Sie haben auch schon angesprochen, wie Sie sich Hybridheizung vorstellen. Biomasse als Hauptheizung, Splitwärmepumpe als Dazuheizung. Da wissen wir gleich, wovon wir reden. Herr Beyer, jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie alle Heizungsformen anbieten und auch, glaube ich, alle bei sich im Haus selber laufen haben.
Sie bieten Heizung an, Sie bieten Elektrotechnik an. Was ist aus Ihrer Sicht als Praktiker, wenn Sie jetzt zu einem Kunden gerufen werden und eine Hybridheizung überlegen, was ist für Sie das Um und Auf bei einer Hybridheizung? Das Um und Auf ist einmal, dass die Hybridheizung zum Haus dazu passt. Das heißt, dass, dass der Wärmebedarf passt. Ganz wichtig ist, dass die bestehende Heizung, kann ja auch eine Pelletheizung sein, dass die Steuerung auch zu einer Luftwärmepumpe dazu passt. Das sollte funktionieren. Und das Allerwichtigste, was für mich heute ist, dass ich eine Heizung steuern kann, wo ich selber entscheiden kann, soll die Pelletheizung laufen, soll die Wärmepumpe laufen. Unterschiedlich ist natürlich der Strompreis, unterschiedlich zu rechnen auch der Pelletspreis. Und wenn ich natürlich dann auch noch eine Photovoltaikanlage habe, da kann ich dann wirklich das mit einem Batteriespeicher noch besser nutzen. Ich sehe es bei uns selber, wir haben bei uns die Heizung umgerüstet im Jahr 2021 und haben jetzt ca. 76% Eigenersparnisse. Das heißt, der Ukraine-Krieg war da leider Gottes oder ist da. Und wir haben sich durch diese Sachen von Solarenergie, PV-Anlagen, Photovoltaik, einer Holzheizung mit einem Batteriespeicher sehr viel selber sparen können. Funktioniert das Ganze nur, wenn die Steuerung funktioniert und wenn die Steuerung auf alle eingebundenen Wärmeerzeuger und Verteiler optimiert ist. Ein paar andere Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, Solareinbindung als Stichwort, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs heute noch drauf kommen. Frau Berger, Elisabeth, du hast als Interessensvertreterin jetzt den besten Überblick hier über die Marktsituation. Warum reden wir eigentlich wieder über die Hybridheizung? Was hat sich da geändert, dass die jetzt wieder in den Fokus gerückt ist? Wir reden ja schon sehr lange über die Energie- und Wärmewende. Da gab es bis jetzt immer den Ansatz, wir brauchen einen Energieträger. Zumeist war es Strom in der öffentlichen Diskussion und dazu brauchen wir eine Technologie, Wärmepumpe. Die Leute springen auf dieses Pferd auf und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich nicht so sehr bei der Technologie die Diskussion haben, sondern wir haben das Problem bei der Energie, dass sie nämlich genau dann zur Verfügung gestellt wird, wenn wir sie brauchen. Im konkreten Fall ist es so, dass wir meistens im Winter heizen, eine gewisse Logik in sich, wo Tage kurz sind, Stromerträge überschaubar sind. Und dort kommt das System an die Grenzen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir bauen die Netze und die Produktionskapazitäten aus. Das kostet wirklich, wirklich Geld, viel. Oder wir versuchen vorhandene Technologien unter Einbindung der vorhandenen Energieträger, natürlich der erneuerbaren Energieträger, aber da gibt es ja ein bisschen mehr Strom, zum Beispiel Pellets oder anderes auch, versuchen die intelligent einzubinden, kommen insgesamt mit den Energieverbräuchen runter, haben damit auch diese Wahnsinnsausbaukosten im Netz nicht und sind in Summe ziemlich autark, günstig für den einzelnen Haushalt, gefällt immer jedem Kunden gut und haben auch der Volkswirtschaft, glaube ich, einiges Gutes getan. Also es spricht einfach, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wahnsinnig dafür, keine singulären Ansätze, sondern das Ganze, den ganzen Blumenstrauß aus Möglichkeiten intelligent zu nutzen. Also die Hybridheizung in gewisser Weise auch als System zur Netzentlastung? Zur Vermeidung von Netzausbau, sage ich jetzt einmal, von überdimensionierten, weil wir ja auch bei Wärmepumpen immer einen Backup-Bieter haben. Und wieso muss der Backup-Bieter mit Strom betrieben werden? Der kann mit sehr vielen anderen betrieben werden, wahrscheinlich billiger und intelligenter. Herr Zavrel, jetzt haben wir geredet über die Gegenwart, über die Zukunft, über aktuelle Herausforderungen und wo es hingeht mit der Hybridheizung. Jetzt haben Sie im Vorgespräch angemerkt, halt einmal, das ist jetzt keine neue Erfindung, das gibt es ja schon. Reden wir ein bisschen über die Vergangenheit der Hybridheizung. Gerne. Also wie Sie es ansprechen, oder es ist so, dass die Hybridheizung ja nichts Neues ist. Ja, also jeder Installateur, der vor 50 Jahren schon Heizungen installiert hat, wird sich da wiederfinden. Es war damals State of the Art, einen Holzgaser oder Holz-Allesbrenner damals noch mit einer modernen automatischen Gas- oder Ölheizung zu kombinieren. Der Ansatz damals war schon, ist das Öl oder das Gas etwas teurer, habe ich die Möglichkeit, mein Holz zu heizen. Also es ist nichts Neues, wir denken es jetzt moderner, sprich mit einer modernen Regelung, gut integriert in die Haustechnik. Damals war es einfach eher günstigere Hydraulik mit einem atmosphärischen Gerät und einen Allesbrenner Kokskessel damals noch, muss man ja sagen. Wir kennen das, wenn wir heute in Heizungen oder in Heizhäuser, Heizräume kommen, dann sehen wir das noch sehr oft stehen. Und der Gedanke war derselbe, glaube ich, wie den, was wir jetzt haben oder der Ansatz.
die Hybridheizung als Realität herbei. Jetzt sind Sie Installateur im ländlichen Bereich, im südlichen Waldviertel, ja. so in der Gegend. Sie kommen in viele Heizungskeller. Wie oft finden Sie Hybridlösungen vor? Bei uns noch relativ viel, so wie der Herr Zabel genannt hat. Öl, Koks, Holzhybridheizungen, die was in die 50er, 60er Jahren installiert worden sind. Und natürlich sagen wir, wollen die natürlich auch erneuern, wo wir auch diesen Ansatz heute haben, entweder eine Pelletheizung oder eine Luftwärmepumpe. Und da ist halt einmal die große Frage, wie ist das Haus auch thermisch saniert, wie ist ein Vollwärmeschutz, sind die Fenster neu gemacht, dann gibt es einen Energieausweis. Und da, wenn das ganz gut einfach, wo das Haus saniert worden ist, da kann man schon vorstellen, auch eine Luftwärmepumpe. Nur wenn die Luftwärmepumpe nicht zum Haus passt, dann gehen wir zu einer Pelletheizung. Und wir gerade am Land gibt es sehr viele Doppellösungen, wo man sagt, Holzheizung mit Pellets kombiniert. Und auch schon vielleicht, wenn wir den einen Kunden auch bekommen, der vielleicht auch eine kleine Split-Lösung dazu schickt, weil es dort thermisch einfach funktional und auch super funktioniert. Aber ich könnte dann drei Sachen abdecken. Strom, Pellets und Eigenholz. Und das wäre eigentlich eine super Lösung auch für uns, gerade im Waldviertel. Herr Andres, Sie haben es schon angesprochen, das ist ungefähr auch der Ansatz, den Sie haben. Nur nicht Holz aus dem eigenen Wald, sondern der Pelletskessel steht eigentlich bei Ihnen im Mittelpunkt. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen? Also der Pelletskessel als Hauptheizung, die Kombination mit einer Splitwärmepumpe. Und was ist mit dem, was vom Dach kommt, mit der Solarenergie? Ist die bei Ihnen ursächlich dabei? Sollte die mitgedacht werden oder ist die ein nice to have? Also ich denke, wir sind jetzt mittlerweile, was die Photovoltaik anbelangt, einen Punkt anbelangt, wo das Mainstream ist. Also das heißt natürlich, denken wir es mit. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wenn der Kunde jetzt nicht schon eine PV-Anlage hat, dass er sich eine anschaffen wird. Somit haben wir natürlich Schnittstellen dazu. Wir können dann auch den eigenproduzierten Photovoltaikstrom mit der Wärmepumpe kombinieren, weil du und da macht Sinn, der Pelletskessel braucht nicht allzu viel Strom, also das heißt bei der Wärmepumpe schon. Und dann haben wir gerade gestern gehört, anscheinend den mildesten Winter der Aufzeichnungen. Ja. Und da jetzt abgesehen vom Klimawandel, der stattfindet, sind das natürlich gute Bedingungen für die Wärmepumpe. Ja. Weil wir dann natürlich auch über den Winter hinweg die Wärmepumpe relativ gut betreiben können und natürlich auch den Photovoltaikstrom mit einbinden können. Das heißt, wir sind da relativ offen, versuchen alle möglichen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, die sinnvoll sind. Und Photovoltaik gehört da ganz sicher dazu. Die Thermie, wie sagen wir die Thermie? Ja, bei der Thermie. Primär geht es natürlich darum, speziell im Sommer. Ja, also da ist es natürlich auch schön, wenn einfach gar nichts von beiden läuft. Also weder die Wärmepumpe noch der Pelletskessel. Und dann ist die Solarthermie natürlich ganz sicher eine gute Unterstützung. Die wird jetzt, ich habe das früher genannt, der Krieg am Dach. Ja, also was kommt denn jetzt hoch? Ist Photovoltaik, ist die Solarthermie? Die Thermie ist rein aus Effizienzsicht besser wie die Photovoltaik. Und wenn jetzt Warmwasser betrifft, kann ich natürlich über den Sommer mein komplettes Warmwasser über die Solarthermie generieren und dann läuft einfach gar kein Wärmeerzeuger. Und was nicht läuft, braucht keinen Strom und ist günstig. Elisabeth, hol uns einmal kurz ab jetzt bei den einzelnen Heizungsarten, die angesprochen wurden. Also wir haben Ende Februar, den 29., der ja nur alle 4 Jahre kommt. Mal eine Ausnahme hier. Ich hatte noch nie eine Veranstaltung am 29. Februar. Das ist echt eine Premiere. Aber hol uns einmal ab. Ihr habt ja immer die aktuellen Zahlen eingesammelt, wie sich die einzelnen Heizungsarten entwickeln. Wie schaut es jetzt speziell aus mit den angesprochenen Biomasse, Wärmepumpe, Öl und Gas, aber eben auch Solarthermie? Wie schaut es da aus? Also ich habe jetzt nicht alle Zahlen ganz auswendig im Kopf und man muss auch immer bedenken, dass die letzten Jahre seit Putins unsäglicher Idee in der Ukraine einzufallen, hat sich natürlich viel geändert. Wir haben davor schon in der Corona-Pandemie ein Ausnahmejahr gehabt, dass man brauchte, um eine Heizung zu sanieren, gibt es immer zwei Voraussetzungen normalerweise, das ist Zeit und Geld. Das war in der Corona-Zeit vorhanden, das heißt, wir hatten da schon ein
ist uns schon nicht wirklich langweilig geworden, während die anderen nicht gewusst haben, wie viel Radl fahren sie noch sollen, sind die Installateure in den Kellern herummarschiert und haben Heizungen getauscht. Dann kam der totale Wahnsinn, getrieben durch Putin, wo plötzlich also die blanke Hysterie ausgebrochen ist. Das heißt, wir haben jetzt einige Jahre mit extremen Verwerfungen hinter uns, auch mit Vorziehkäufen und mit Panik. Was man zum Solarbereich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Solarthermie einfach aufgrund auch teilweise der Potenziale zur Kostenreduktion, glaube ich, oder ich weiß nicht, irgendwie ist das, seit es Pflicht war in allen Bundesländern, ist die Solarthermie konstant nach unten gekommen. Einer der Gründe, warum ich kein Freund bei Verpflichtungen bin. Wir haben letztes Jahr noch einmal eine Halbierung auf sehr niedrigem Niveau gesehen. Die Photovoltaik hat sich ganz gegenteilig entwickelt. Dort war es eine Verdoppelung auf sehr hohem Niveau. Ja. Die Leute sind... Also unsere Mitbürger sind sehr wohl bereit, was zu tun und zu investieren. Das kann man sagen. Was sie nicht leiden können, sind Vorschriften und Verbote. Das, wie gesagt, Solarthermie ist für mich immer das Paradebeispiel, wie man eine wirklich gute Technologie unbeliebt machen kann. Das ist hervorragend gelungen. Wir brauchen auch diese ganze Vielfalt an Technologien und Energien. Die einzigen, die sich letztes Jahr... vorletztes Jahr aber schon wieder, über die wehren konnten, über exorbitante Preisabschläge oder Ausschläge, waren die, die eine Alternative hatten. Ob das jetzt war, dass sie, die mit Eigenholz waren, sowieso die Kings, ja, die konnten sich wehren. Alle anderen waren dem ausgeliefert und je höherwertiger, also je mehr Fernwärme, desto teurer, sage ich jetzt einmal. Und das ist einfach nicht unterhaltsam, ja. Da siehst du schon Verwerfungen und du siehst auch, dass es, um auf die konkrete Frage zu kommen, natürlich im Gasbereich massive Zurückhaltung gab. Ölkessel ist einfach ein bisschen aus der Mode, also sehr aus der Mode gekommen, über das brauchen wir uns jetzt nicht mehr groß unterhalten, glaube ich. Neuzukauf, ja, im Bestand schaut es ein bisschen anders aus. Aber du hast bei den, die Verunsicherung im Gasbereich war natürlich groß. Ja? Herr Zavro, jetzt haben wir schon gehört, also Verpflichtungen sind am Markt meistens nicht besonders gern gesehen. Zur Hybridheizung wird es keine Verpflichtung geben, da geht es sehr stark über Anreizsysteme. Da haben sich aktuell ja die Vorzeichen ganz massiv geändert. Es gibt das EWP, das erneuerbare Wärmepaket, das die Installation von erneuerbaren Heizungen irgendwo zwischen 75% und 100%, je nachdem wo und wie, fördert. Ist das etwas, was für die Hybridheizung auch eine Frage ist, insbesondere wenn sie mit Erneuerbaren kommt? Na, Förderungen, Subventionen sind immer ein Anreiz, macht das Hybridsystem natürlich in Summe dann auch günstiger, aber man kann leichter rechnen oder auch leichter eine Amortisation rechnen natürlich, wenn man Förderungen bekommt. Ich glaube, das ist schon ein Boost für die Hybridheizung. Vor allem, man kann ja den höheren Fördersatz für die Pelletsanlage generieren und die Spitzenpumpe hat ja nur 16.000 aktuell vom Bund und die Pelletsheizung 18.000. Das heißt, ich konnte den höheren Förderbetrag generieren für meine Heizung, habe aber trotzdem zwei Wärmeerzeuger. Ja. Ein Splitsystem ist grundsätzlich ja gegenüber einer Monoblock-Wärmepumpentechnik ja günstiger. Das heißt, ich kann auch so meine Anschaffungskosten in Rahmen halten und bekomme aber trotzdem eine sehr gute Förderung auf die Pelletsheizung. Ja. Jetzt nur noch einmal zur Klärung. Wenn man jetzt eine Hybridheizung macht, wenn man aus dem angesprochenen System eine Pelletskessel, einen Pelletskessel und eine Wärmepumpe, kriegt man dann für beides eine Förderung oder nur für eines? Nein, aktuell nur für eines. Okay. Ja. Aber, Entschuldigung, wenn ich eingreife, aber natürlich, wie es der Wolfgang richtig gesagt hat, haben wir die Situation, dass man, weil ich muss ja auch so ein System, muss natürlich förderfähig sein. Das heißt, beide Einzelprodukte, die ich Blitzwärmepumpe wie auch der Pelletskessel sind förderfähig. Kein Thema. So, nur wenn das jemand einreicht, dann wird der bei der Förderstelle sagen, auf der Rechnung steht das Duett, Hybridsystem Duett, das findet der nicht. Ja, dann wird er sagen, oh, nicht förderfähig. So, und jetzt haben wir natürlich gleich schon geschaut, dass es richtig gestellt ist. Das heißt, wir haben im Prinzip das Duett jetzt als Pelletskessel laufen und somit dann die erhöhte Förderung mit 18.000 Euro. Und dann kommt natürlich die Landesförderung, können wir vielleicht später noch darüber diskutieren, die kommt natürlich on top dazu. Obwohl man auch sagen muss, es ist jetzt dieses Hybrid für uns, jetzt dieser Pelletskessel mit der Wärmepumpe,
Es kann genauso ein Holzvergaserkessel sein. Das ist die ja aber jetzt bei uns im System ist. Bei uns im System, wir gehen jetzt mit Pellets und Split raus. Aber der Herr Bayer aus Praktiker weiß es natürlich, wir können das natürlich mit Holzvergaser und Luftwärmepumpe genauso umsetzen. Warum haben Sie sich genau für diese Kombination entschieden bei Bösch, für diese Pellets und Splitwärmepumpe als Standardsystem für Hybrid? Das hat reine Komfortgründe. Automatisch. Ja, also wenn ich heute einen Holzvergaser habe, ich kann schon voll fühlen, das brennt man halt in der Heizsaison einen Tag ab oder weniger. Ich muss halt immer wieder in den Keller muss nachlegen. Ich habe keine vollautomatische Heizung. Das ist der einzige Grund, warum wir sagen, Pellets macht mehr Sinn als wie ein Stück Holzkessel. Von der Regelung her ist es einfacher zu kombinieren. Ja. Absolut. Ich glaube, da muss ich die technische Technik jetzt ein bisschen reingrätschen als Nicht-Techniker. Das Kernstück einer Hybridheizung ist das Zusammenbasteln mehrerer Technologien und die wirkliche Intelligenz besteht in der Steuerung. Und die muss sagen, je nachdem, ob es Preis gibt, Temperatur, Ökologie, CO2, was immer dann die Parameter sind, wenn das und das eingetritt, macht der seinen Job oder der seinen Job. Und das muss automatisch gehen. Die Steuerung, dass er dem Hausbesitzer einen Tritt in die Kehrseite gibt und sagt, du musst jetzt nachlegen gehen, die gibt es noch nicht und die wollen die Kunden, glaube ich, auch nicht. Ja? Nein, so automatisch rennen oder nein, es muss einen händischen Anteil haben. Es sollte vollautomatisch sein und auch die andere Frage oder die eine Fragestellung betrifft Holzheizung mit Hybridlösung. Die Hybridlösung sollte nicht 100% die Heizlast abdecken. Ja? Das heißt also, wenn ich eine Holzheizung mache, die hat meistens, sage ich bei uns in der Regel 20 kW, die Hybridheizung wird haben um die 8 bis 10 kW sowas. Das heißt, ich könnte in der Theorie im schlechtesten Fall mit meiner Hybridheizung im Winter das Haus nicht so beheizen. Das habe ich mit der zu klein ausgelegten Wärme. Das ist genau richtig. Ja. Einem Teil der Hybridheizung. Ja, genau, sagen wir jetzt mal so, nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer. Kurzfristig ja, aber jetzt Dauer. Natürlich nicht über eine Woche lang. Ja, das geht. Die Hybridheizung, was wir denken, ist eigentlich so, dass beide Systeme in ihren idealen Arbeitsbereich arbeiten. Und deswegen kann man sie natürlich auch knapper dimensionieren. Wie Sie richtig sagen oder Sie, Herr Bayer, es ist klar, wenn ich Holz heizen muss ich beide Systeme auf die volle Heizlast auslegen. Ein Argument, und übrigens, das ist jetzt auch wieder eine Einladung an Sie beim Zuschauen. Ich finde, wir werfen hier ganz schön viele Fragen auf. Bei mir, die Liste bei mir im Kopf wird immer länger, die ich jetzt abarbeite. Sie können gerne dazwischen grätschen. Und Ihre Fragen haben auf jeden Fall Vorrang, vor allem, was ich fragen möchte. Aber ein Punkt, den wir jetzt vorhin schon angesprochen haben, ist das Thema mit den Förderungen. Ich möchte da noch einmal darauf zurückkommen. Sie reden mit Kunden, es ist jetzt Ende Februar, wir haben seit 2 Monaten das EWP in Kraft. Wissen die Kunden, dass es diese Förderung gibt? Teilweise ja, teilweise nein. Wir kommen zum Kunden hin, wir beraten die Kunden. Wir haben auch eine weitere oder eine erweiterbare Hilfe bei den Banken, wo ich aber jetzt keine Bank jetzt bevorzuge. Wir schicken unsere Kunden zu den Banken einfach, wir machen das mit den Banken gemeinsam, das funktioniert irrsinnig gut. Wir haben dann die Energieberatung auch dazu, die können wir entweder online beantragen oder die Bank macht das auch für die Kunden. Und ich denke, der Installateur soll sich auf seine Sachen kümmern und die Bank soll sich mit den Kunden einfach dementsprechend zusammenreden. Weil eine Förderung kann man nie hundertprozentig sagen, kriegt jetzt 75%, kriegt jetzt 100%. Wie schaut der Lohnzettel aus? Und ich muss jetzt gerade nicht wissen, welchen Lohnzettel mein Kunde hätte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und darum versuchen wir mehr mit den Banken zusammenzuarbeiten. Sprechen von dieser Sauberheizen für alles Förderung. Ja. Ist die Fördersituation momentan also kein starker Anreiz für die Leute, ihre Heizung zu sanieren? Oh ja, ich habe heute mit dem BMK gesprochen. Also dort laufen die Telefone heiß. Die haben tausende Anrufe am Tag. Ja. Das Interesse ist riesig, aber es ist noch kalt, man braucht die Heizung noch. Also momentan ist die Zeit der Information, es wird auch noch einmal Kampagne, es wird von allen Seiten informiert, weil die Förderung ist ja mit 75% so unfassbar hoch, dass ja das schon fast keiner glaubt. Ja. Also man muss das kommunizieren, wir kommunizieren das auch alle, bis zu 100% für die entsprechende Zielgruppe der GIS-Befreiten. Die ist wirklich sensationell und das muss man erst einmal erklären, dass man so viel Förderung kriegt. Das ist in ganz Europa einzigartig. Ja. Darf ich nur kurz einhaken? Ich habe letzte Woche einen Bericht gelesen, jetzt kannst du mir vielleicht korrigieren, Elisabeth, wo es um die Antragstellungen und die Registrierungen geht. Weil ich muss ja
zum ersten Mal registrieren, dann beantragen, also sprich, wenn ich es umgesetzt habe. Und da wurde der Vergleich hergenommen vom letzten Jahr bis Mitte oder Ende Februar und von diesem Jahr, von 1. Jänner bis Ende Februar. Dann haben wir letztes Jahr mal gehabt, so irgendwas um die 15.000 zusammengezählt. Jetzt sind wir in diesem Jahr aktuell bei 65.000 Beantragungen und Registrierungen. Dieser Wert liegt sogar noch über dem 22er Wert. Und wir wissen, was 2022 los war. Und man muss ja sagen, dass es dass die Anlagen schon realisiert worden sind im Herbst und natürlich Rückwirkung eingereicht hat. Also aber trotzdem 15.000 und 65.000, das ist eine Vervierfachung jetzt so, wenn ich glaube, so weit kann ich rechnen. Also das ist ungefähr viermal so viel. Stellt eine Frage noch in den Raum. Lieferfähig sind alle? Ja. Immer. Aktuell, ja. Also vor zwei Jahren die Situation, dass um jede Wärmepumpe ein Griss war am Markt. Also ja, aber die Lieferketten verteigert. Haben sich erledigt, glaube ich. Also das ist jetzt alle. Also die Postpandemie haben wir jetzt, glaube ich, abgearbeitet. Es ist jeder lieferfähig. Es sind ja wahnsinnige Kapazitäten geschaffen worden. Es sind ja viel höhere Kapazitäten geschaffen worden, weil die Pläne für Europa waren ja ganz woanders. Wir sollten ja beim Wärmepumpenverkauf letztes Jahr fast doppelt so hoch sein, wie wir dann tatsächlich waren. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Also Kapazitäten sind da. Auch im Holzkesselbereich sind in Österreich Kapazitäten da, einfach weil die deutsche Förderpolitik derartig spannend gemacht war, dass es abrupt zu einem Ende kommt und dort jetzt auch jeder gespannt wartet, wann die Bedingungen alle klar sind, wann die Förderungen eingereicht werden können. Also die Politik hat dafür gesorgt, dass durchaus Förderfähigkeit besteht, Lieferfähigkeit besteht. Ich habe hier eine Frage von Tina Miedler von der Technischen Alternative, die sich als Befürworterin von Hybridheizungen deklariert und die für sehr sinnvoll hält. Jetzt gehen wir sehr genau in die Technik schon langsam hinein. Frage an die Herren von Bösch: Wie wird Ihre Hybridheizung gesteuert? Über einen Bivalenzpunkt aufgrund der Außentemperatur oder über den Preisabgleich? Also was ist günstiger, Strom oder Pellets? Oder gibt es eine Kombination aus diesen beiden Varianten? Wir haben eine einfache Variante. Also einfach in diesem Sinne, dass es den Kauf für den Kunden verständlich ist. Also wir regeln das über einen Bivalenzpunkt Außentemperatur. Der ist abhängig von der Heizlast des Hauses. Der wird irgendwo liegen, ich sage es mal in einem Bereich von -2 bis +3, +4 Grad. So, ist die Temperatur höher wie dieser Bivalenzpunkt, fährt die Wärmepumpe, sprich, das System nennt sich bivalent alternatives System. Alternativ heißt, entweder es ist der Pelletskessel in Betrieb oder es ist die Wärmepumpe in Betrieb. So, Bivalenzpunkt setzen wir jetzt bei +2, das heißt, wenn die Außentemperatur unter +2 Grad sinkt, -1, -2, wie auch immer, schaltet automatisch der Pelletkessel ein, wird geregelt. Ich brauche natürlich, wenn ich zwei Wärmeerzeuger habe, brauche ich einen Chef. Ja, das ist so. Der dem einen sagt, du musst jetzt. Es ist in unserem Fall die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe sagt euch zu, ich habe jetzt keine Lust mehr, mach du bitte. Das heißt aber, der ist fix eingestellt, dieser Punkt. Der ist nicht variabel, der ist nicht vom Strompreis abhängig oder so. Nein. Warum nicht? Wir müssen momentan, muss man ganz ehrlich sagen, technisch nicht anders umsetzen können. Wir haben die Regelung, wir müssen ja sagen, dieses System kann ja ständig weiterentwickelt werden. Den Ansatz, der da genannt wurde, den sehe ich genauso kommen in der Zukunft. Also es wird so sein, dass man so ein System über Eingabe eines Strompreises oder eines Energiepreises diese Anlage regeln kann. Da gibt es jetzt Ansätze von Wetterdaten, die man vorher abgreift und so weiter. Das kann man weiterentwickeln, das System. Da bin ich vollkommen bei der Dame, die die Frage gestellt hat. Bei uns ist es momentan so, dass wir das versucht haben, günstig umzusetzen und mit unseren standardmäßig zur Verfügung habenden Regelungen umsetzen können. Und da haben wir den Wärmepumpenregler, den wir da einsetzen, der kann es und da ist es einfach umzusetzen. Und deswegen haben wir mit diesem Weg gewählt, das System an den Markt zu bringen. Aber an Weiterentwicklungen muss man natürlich denken. Also nach dem Motto, man braucht ja ein System, ein Standardsystem, wenn jede einzelne Heizungsanlage ein Prototyp ist, den man neu schneiden muss, dann... Das war jetzt nicht unser Ansatz, genau. Gut. Ich habe jetzt noch eine Frage vom Herrn Faltenbacher. Da bitte jetzt der antworten, der sich richtig zitiert fühlt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer das gesagt hat. Beide Heizsysteme sollen in ihrem optimalen Arbeitsbereich arbeiten. Der Wolfgang, glaube ich, ja.
bitte um eine technische Erklärung betreffend hydraulische Einbindung, Systemabstimmung, Vorgabe, Temperatur an Steuerung, Außentemperatur, Rücklauftemperatur. Also das ganze Paket. Okay, also ich glaube, da brauche ich einen Herrn Bayer für die hydraulische Einbindung. Nein, also grundsätzlich, was ist bei uns bei der Wärmepumpe jetzt der Ansatz für Effizienz? Das ist für uns der COP. Das ist unser Ansatz. Das heißt, es gibt ja halt für jede Wärmepumpe eine Auslegungskurve. Und da sehe ich, okay, bis zu einem gewissen Grad, bei welcher Vorlauftemperatur fahre ich welchen COP. Das heißt, wie viele Teile Strom stecke ich hinein, wie viele Teile Wärme bekomme ich dafür heraus. Das heißt, wir lassen die Wärmepumpe in dem Bereich laufen, wo sie den besten COP hat. Das ist halt nicht bei minus 14 oder minus 15 Grad, sondern eben bei minus 2 oder 0. Kommt aufs System aus, welche Vorlauftemperaturen hat man. Hat man Radiatorenheizung, die man mit 55 oder 50 fahren muss, oder eine Fußbodenheizung. Das sind alles Faktoren, die damit einspielen. Und die Pelletsheizung kommt dann, wir wissen das, die Pelletsheizung ist ein Verbrenner. Das heißt, die bringt uns schnell hohe Temperaturen. Das ist eine Pelletsheizung, muss man eigentlich sagen, arbeitet immer effizient. Sobald sie läuft, läuft sie effizient. Wir lassen sie dann kommen, wenn wir sagen, okay, die Ineffizienz oder die Wärmepumpe läuft nicht mehr so effizient, dann kommt halt die Pelletsheizung. Das ist unser Ansatz bei diesem System. Herr Bayer, vielleicht noch eine Nachfrage an ihn. Also die technischen Erklärungen oder die Herausforderungen bei der Hybridheizung betreffend hydraulische Einbindung, betreffend Systemabstimmung. Können Sie da was dazu sagen? Die Frage ist halt immer, gibt es einen Pufferspeicher, gibt es einen Boiler? Gibt es einen Pufferspeicher mit Frischwassermodul? Gibt es einen Heizkreis? Gibt es zwei Heizkreise? Sind die Abgänge von den Radiatoren einregulierbar? Ja, nein. Da muss man einfach vor Ort sein, da muss man sich wirklich vor Ort anschauen. Und die beste Hydraulik ist die wirklich gut angeschaut ist. Das heißt, Wassermengen wirklich genau kontrollieren, wie viel Wasser brauche ich, was lasse ich wirklich durch. Ich habe nur, wenn ich noch eine Frage noch stellen darf, kann der Kunde die Punkte verstehen bei der Wärmepumpe und sagt, okay, bei minus 3 ist ihm lieber oder minus 4, ist aber schon möglich. Der Bivalenzpunkt ist jederzeit verschiebbar. Okay. Geht aber momentan jetzt nicht, sage ich mal, über Preise oder über Wetterdaten, sondern er muss direkt in den Regler eingreifen. Aber er kann eingreifen. Man muss ja natürlich auch dazu sagen, oder? Ich meine, eine Regelung, die in Echtzeit den Strompreis mit einpreist und dann entsprechend wählt, Pellets oder Wärmepumpe, ist natürlich auch nicht überall gut. Warum? Jetzt muss man sich das so vorstellen, keine Ahnung, Strombörse Luxemburg, Preis ist günstig, die Wärmepumpe läuft gerade, zack, rein, Wärmepumpe schaltet ab, Pelletskessel schaltet ein. Da geht es um Mindestlaufzeiten. Also das heißt, effizient ist natürlich nicht, wenn die Wärmepumpe permanent taktet. Ein aus. Also das, was bei einer reinen Wärmepumpenlösung jetzt manchmal schon angeboten wird, eben diese Preisabhängigkeit, die dann halt einfach in den Pufferspeicher hineinfährt, das ist bei einer Hybridlösung nicht so wahnsinnig sinnvoll. Ich wollte vorher gerade nochmal ergänzen. Also für uns ist es schon sinnvoll, einen Pufferspeicher zu haben, vor allem um diesen besten Betrieb auch für den Pellets zu gewährleisten. Wir wissen das, man kann eine Pelletsanlage ohne Pufferspeicher bauen. Herr Bayer, da macht aber keinen Sinn, macht keinen Sinn. Muss der Herr Bayer beantworten, wie weit das Sinn macht. Es gibt es am Markt, man sieht es am Markt, aber eine Pelletsheizung effizient zu betreiben, da gehört für uns in dem Hybridsystem einfach ein Pufferspeicher dazu. Es gehört generell ein Pufferspeicher. Also übrigens, ja, jetzt, ob es das oder das, jetzt generell. Dabei Ihre Antwort vorhin, aus der werden wir eine Belangsendung für die Sinnhaftigkeit des Fachhandwerks machen, weil also, dass man so eine Anlage nicht bauen kann als Laie, sondern dass man einen Fachhandwerker braucht, der das Haus kennt oder das System kennt. Das haben Sie, glaube ich, sehr schön zusammengefasst. Ich habe jetzt noch eine Frage an Bösch, eine Verständnisfrage. Dieses Hybridmodell, das Sie angeboten haben, diese Lösung, die Sie im Paket anbieten, sind das schon zwei Einheiten oder ist das in einem Gehäuse verbaut? Zwei Einheiten. Also ganz klassisch. Sie haben nicht das Rad neu erfunden und tatsächlich. Nein, das sind die einzelne Produkte, die wir heute schon im Programm haben. Aber jetzt weiß ich, dass der Satz negativ behaftet ist. Ich sage es trotzdem, das Beste aus beiden Welten. Ja. Eine Frage habe ich noch einmal zum Wetter. Sie haben das Wetter angesprochen für die Steuerung. Welche Wettereingangsdaten können jetzt derzeit als Vorgabe für das System eingegeben werden? Google, Meteosat, was auch immer?
Momentan gar keine. Haben wir vorher die Temperatur. Momentan nur die Temperatur. Tatsächlich, das ist auch nur nicht einmal für Freaks, die das wirklich machen möchten, ist noch nicht möglich in dem System. Herr Bayer, frei programmierbare Regelungen, du kennst das Thema. Ich muss sagen, viele Kunden halten was davon, viele halten nichts davon. Ist immer die große Frage, stimmen die Wetterdaten wirklich ja oder nein? Ich glaube trotzdem, der Menschenverstand sollte im Vordergrund stehen, denke ich jetzt. Aber wenn es Wetterdaten gäbe, wäre es vielleicht nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich kenne oft das Wetter, wenn ich Skifahren gehe, mache ich halt auf einmal Schneidsturten. Wenn mir das bei der Heizung passiert, dann bin ich ein bisschen böse. So, wir haben jetzt die Situation, dass wir uns alle angeschaut haben und überlegen, wer hat sein Handy nicht auf Flugmodus. Wir werden das nachher ausschnapsen, es wird schon wieder aufhören zu läuten. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber das war nur der kurze Rundblick bei uns. Wir haben jetzt von der Wärmeerzeugung sehr, sehr viel geredet. Reden wir von der Wärmeabgabe. Wir haben jetzt im Haus die Situation, dass ich sehr oft alte Heizkörper habe in bestehenden Systemen. Ich habe manchmal alte Flächensysteme. Wie weit ist das bei einer Hybridheizung mitzudenken? Ja, ich glaube, das ist für jede Heizung, aber eine Hybridsystem baue essentiell. Ich muss natürlich schauen, wie ist das Haus beisammen, sage ich jetzt einmal, von der Wärmeabgabe. Habe ich alte Gliederheizkörper, dann werden wir natürlich nicht mit Niedrigtemperatur fahren können. Das muss man schon so ehrlich sagen. Einrohrheizungen sind immer ein Problem bei Wärmepumpen, wie wir wissen. Also das ist ja auch nicht geeignet für das System. Ich sage grundsätzlich, wenn ein Haus was gemacht wurde, neue Fenster, neue Wärmedämmung, oberste Geschossdecke, da gibt es ja auch interessante Anreizmodelle, um das umzusetzen. Dann kann man relativ viel umsetzen. Aber natürlich, wenn man ehrlich ist, ein Heizungssystem, was 60 Jahre alt ist und mit Gliederheizkörper und kein Fenster, nichts isoliert, dann wird das Hybridsystem auch keine Anwendung finden. Da gibt es andere Systeme, die da einfach besser passen. Genau. Die Hybridheizung ist eine Lösung, wo es letztendlich auch passen muss, dann in der Anwendung. Die Heizung muss zum Haus passen. Ich habe jetzt eine Frage, da bittet ein Techniker, die anonym zu stellen, zum Sanierungsfall. Gibt es ein Rechenbeispiel? Haben Sie ein Rechenbeispiel, in welchem finanziellen Rahmen man sich bei einer Neuinvestition für ein komplett neues System, Heizsystem im Vergleich zu einer Aufrüstung auf Hybrid durchschnittlich bewegt? Also wir müssen jetzt natürlich den Vergleich so darstellen, sprich, wenn ich eine Wärmepumpe solo betreibe, also sprich ein klassisches Wärmepumpensystem, ein Monoblock-Wärmepumpensystem, hochwertig, das meistens in der Sanierung dann auch eingesetzt wird, weil ich halt eine gewisse Heizleistung oder Heizlast brauche, dann sind wir da circa bei 40.000 bis 45.000 Euro. Jetzt nur, wenn es darum geht, dass wir die Wärmepumpe mal drin haben. Wie gesagt, hochwertige Monoblock, ja, mit Installateur, mit allem drum und dran. So habe ich das jetzt vernommen in den letzten Gesprächen. Nehmen wir jetzt im Vergleich das hybride System her, dann habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass wir uns in dem Bereich von ca. 10-15% über diesen Preis bewegen. Also das heißt, da werden wir sein bei ca. 52.000 Euro. Aber natürlich mit allen Vorteilen, die sich durch die Hybridheizung ergeben, so gibt es viele davon. Und abzüglich der höheren Förderung, da ich natürlich über die Hybridheizung einfach mal grundlegend 2.000 Euro mehr an Förderung bekomme und dann, wie schon vorhin erwähnt, natürlich dann die Landesförderungen dazu kommen, die ja ganz unterschiedlich sind. Jetzt haben Sie schon angesprochen, also das ist eine relativ geringe Mehrkosten für eine Hybridheizung jetzt in dieser Form. Trotzdem sind es Mehrkosten, es sind trotzdem ein paar tausend Euro mehr. Abgesehen vom emotionalen Vorteil oder vom langfristigen Vorteil der größeren Unabhängigkeit und der größeren Autarkie, gibt es ein Rechenbeispiel auch, wann sich das amortisiert? Also Amortisationsberechnung haben wir jetzt schwierig keine durchgeführt, weil das bedarf ja beim Kauf, muss ich wissen, wie viel muss ich einsetzen. Das ändert sich ja auch im Lande Österreich relativ schnell einmal. Ja, also mal eine höhere Förderung, mal eine geringere Förderung. Wir sagen, dass, und das wird die Zeit dann auch zeigen, dass natürlich die Langlebigkeit, die Lebensdauer, durch das, dass ich statt einem jetzt zwei Wärmeerzeuger habe, natürlich steigt.
ist logisch, ja, warum? Weil ich jetzt das, was zu heizen ist, das Haus, auf zwei Wärmeerzeuger aufteilen kann. Somit wird keiner der beiden in Volllast fahren müssen, sondern nur in diesen Bereichen, wo sie sich wohlfühlen, hat der Wolfgang schon eingangs erwähnt. Das heißt, ich erhöhe die Lebensdauer, die Verschleißteile, die ja Verschleißteile sind, das wird hinausgezögert. Das sind alles Dinge, die natürlich mitzudenken sind. Dann geht es bei den Kunden, ich habe da mal Doc 1 war das vor längerer Zeit mal gesehen, und da sind mehrere Kunden dabei, wenn es um die Heizung geht oder Photovoltaik, Ausfallsicherheit, großes Thema. Ja. Ich habe jetzt zwei Heizungen, logischerweise fällt eine aus, kann die zweite weitermachen. Nicht bitte mit Blackout verwechseln. Ja, ein Blackout, da sind beide tot. Ja, ohne Strom geht es halt einfach nicht. Aber sollte die Wärmepumpe aus irgendwelchen Gründen mal nicht da sein, kann der Pelletskessel übernehmen oder umgekehrt bei der Wärmepumpe, wenn sie solo läuft, dann nur bitte über einen gewissen Zeitraum kurzen. Der Bayer hat jetzt kurz angemerkt, dass es natürlich eine schwierige Frage ist nach den Amortisationszeiten von Heizungen. Ich stelle die Frage ganz gern, weil sie nicht nur in diesem Bereich gestellt wird. Bei einem neuen Auto oder bei einer Urlaubsreise soll ich ein 4-Stern- oder ein 5-Stern-Hotel heute bucht das ja auch niemand. Darf oder? Ich korrigieren? Die stellen immer nur Fachjournalisten gerne und Fachleute. Ja, ja. Eine Privatperson stellt die Amortisationsfrage interessanterweise eigentlich normalerweise nie. Und zwar aus einem einfachen Grund, wie amortisiert sich ein Haus? Ein Haus, das nicht beheizt ist, ist eigentlich eine Fehlinvestition, weil man kann nämlich nicht wohnen drinnen. Also insofern ist eine Heizung, also dass es warm ist drinnen, oder dass man warm Wasser hat, ist eine Selbstverständlichkeit. Und da wird es mit Amortisation schwierig. Was wir immer nur feststellen, ist Folgendes. Dann, wenn die Energiepreise hoch sind, werden in der Regel Systeme gewählt, wo man diesen hohen Energiepreisen entkommen kann. Und die Amortisation oder das, wo sich das rechnet, neben der Ausfallsicherheit, ist einfach, wenn ich mir heute aussuchen kann, Strompreis ist hoch, fein, mache ich mehr Pellets, Pelletspreis ist hoch, fein, rutscht mir den Buckel runter, mache ich mehr Strom. Und wenn ich meinen PV-Strom verwenden kann, zeige ich überhaupt allen miteinander die lange Nase. Ja? Also die günstigen Betriebskosten machen eigentlich Lust auf höhere Anfangsinvestitionen und Leute, die halt niedrigere Anfangsinvestitionen haben, die Heizung haben, nehmen halt dann höhere Betriebskosten in Kauf. Aber in der Regel ist im Privatbereich so, ich investiere lieber heute viel und habe dann niedrigere Betriebskosten. Das ist die Amortisationsgedanke, der in der Regel dann geführt wird. Aber die wirkliche betriebswirtschaftliche Rechnung, wie wir es im Controlling einmal gelernt haben vor langer Zeit, die macht im Privatbereich keiner. Geht er nicht. Das sind so viele Einflussfaktoren. Nein, das geht nicht, das ist unmöglich. Naja, sage ich, das ist ein Fachthema, das stimmt, das diskutieren wir auch mit dem Ministerium, warum das schon, das nicht, das nicht. Das ist eine Glaubensfrage. Wenn halt einer glaubt, dass ein VW-Käfer fahren will, weil das für einen super ist, dann fordern und der nächste fährt einen Porsche, weil er glaubt, das ist aus welchen Gründen super. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Ein Thema, das ich immer wieder höre in dem Zusammenhang, jetzt überhaupt in den letzten zwei Jahren mit dem Heizungstausch, ist, dass Leute Heizung tauschen wollen, die eine 2-3 Jahre alte Gasheizung drinnen haben, die dann sagen, reiß mal's raus, ich mache jetzt alles neu. Herr Bayer, passiert Ihnen das auch und wie gehen Sie dann um mit so einer Situation? Macht das Sinn? Naja, mein Sinn, wenn ich eine Hybridlösung kombinieren könnte, dann macht es für mich keinen Sinn. Weil wenn ich sage, ich habe eine bestehende Gasheizung, die also auch wirklich gut funktioniert und wir leben immer von der Nachhaltigkeit und das ist ja für mich keine Nachhaltigkeit, wenn ich ein neues System wegschmeiße, aber ich könnte dazu eine Hybridheizung dazustellen, egal jetzt, ob es eine Pelletsheizung ist, egal ob es eine Luft-Wärme-Pumpe ist, egal ob es eine PV-Anlage ist mit einem Batteriespeicher, das würde einen Sinn ergeben heute einfach. Ja. Aber dass ich etwas Gutes widersetze, ich verstehe es nicht ganz. Unsere Leute haben selber gesagt auch, wir haben neue Ölkesseln weggeschmissen, wir haben das weggeschmissen. Es ist schwierig. Für mich selber nicht nachhaltig. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil wir bei Hybridlösungen auch immer wieder natürlich jetzt vom Einfamilienhaus ausgehen, von der klassischen Situation am Land. Was ist mit dem urbanen Raum? Was ist mit Mehrfamilienhäusern, die heute in der Regel entweder über Gas oder über Fernwärme beheizt werden? Gibt es da Hybridlösungen oder Ansätze von Ihrer Seite her da, sich was zu überlegen? Ich denke, das scheitert dann halt vielfach an den baulichen Gegebenheiten. Also wenn wir heute das klassische Zinshaus in Wien anschauen, haben wir Etagenheizung. Das heißt, jede Wohnung hat eine eigene Heizung, im Fall irgendeiner Gastherme.
Man müsste diese dann auf zentral umrüsten. Da wieder, ich habe jetzt vor 2 Tagen bin ich angereist, habe mal Wien heute angeschaut, schaue ja nochmal nicht. Da kommen interessante Beiträge, unter anderem auch ein Herr, der ein Haus besitzt in Wien mit 11 Wohneinheiten. In einer dieser Wohneinheiten wohnt er selber, der ist hergegangen und hat gesagt, okay, ich mache jetzt was. Also er hat Gasetagenheizung gehabt, hat umgestellt auf eine Sole-Wärmepumpe zentral. 14 Bohrungen, die dazugehören. Im Endeffekt hat ihn das Ganze 750.000 Euro gekostet. 250 hat er gefördert bekommen. Das heißt, wir sind da bei Summen von 500.000 Euro. Da muss ich ja Idealist sein, so etwas zu machen. Und da sagt er dann selber, gut, wenn wir gerade bei der Amortisation waren, das wird sich wahrscheinlich nie amortisieren. Aber ich wollte es jetzt halt einfach. Und das ist ein Punkt, da müssen wir einhaken. Ich denke, beim Einfamilienhausen, wo auch unser Fokus jetzt liegt, da rede ich mit dem Entscheider. Für den macht es Sinn, ist sein Haus, vielleicht wertet es die Immobilie auf oder was auch immer. Beim Vermieter ist natürlich eine ganz andere Sache. Der wird wahrscheinlich aus so mal schnell und weil er gut drauf ist, 500.000 Euro hinlegen. Da müssen wir anders hingehen an die Sache. Klar ist eines, die Betriebskosten in diesem Haus sind natürlich dramatisch gesunken. Dramatisch. Und er hat es aber auch wiederum nicht umlegen können auf die Miete oder was auch immer. Das heißt, er hat jetzt einfach die Kosten. Aber froh, wenn wir solche Leute haben. Aber ich denke, da braucht es dann halt mehr. Speziell im Wohnbau, wo es um eine Sanierung geht. Also es ist kein Ansatz, den wir heute hier mit den Lösungen, die wir haben, mit den Hybridlösungen, mit Pelletskästen. In Anspruch haben wir gar. Jetzt da in dem Fall mit unserem Hybridsystem nicht. Okay. Gut. Ich habe noch, habe ich da noch eine Frage? Nein, ich habe jetzt momentan keine Frage hier mehr. Jetzt habe ich eine Hybridlösung im Auge, jetzt habe ich einen neuen Gaskessel im Haus. Jetzt haben Sie gesagt, es wäre doch durchaus sinnvoll, da jetzt eine Wärmepumpe dazuzustellen und eine Hybridlösung dazuzubauen. Jetzt wird das in Österreich nicht gefördert laut EWP. Da kann man nur Erneuerbare dazustellen und muss die alte Heizung demontieren. In Deutschland, glaube ich, ist die Situation schon so, dass man die Gas- oder Ölheizung drinnen lassen kann. Kannst du da ein bisschen ausführen, was da der Unterschied zwischen der deutschen Situation und der österreichischen ist, Elisabeth? Und als Interessensvertreterin bist du das gewohnt, einen Wunsch äußern in die Richtung. Ja, danke. Das ist in der Tat sehr interessant, weil auch dort also Habeck das nicht geändert hat. Also der Wunsch oder die Umstellung in Deutschland ist so, dass die Anforderung ist, dass 65% erneuerbar vor Ort produziert werden soll. Das heißt, in Deutschland sind so klassische Geräte, die jetzt mit eine Wärmepumpe oder Solarthermie, Photovoltaik, also was auch immer, wobei die Technologie ist auch nicht vorgegeben oder Holzkessel dazu, was immer gewünscht ist, wird dann gefördert. Die Leute können auch die bestehenden Anlagen lassen. Und wir wissen ja auch aus Untersuchungen oder aus Feldtests in Holland, wo Wärmepumpen, also diese Gashybridlösungen im Feld getestet worden sind, dass tatsächlich der Gasverbrauch um 75% reduziert worden ist. Okay, in Holland ist ein bisschen wärmer bei uns, aber auch nicht so viel mehr inzwischen. Das heißt, die Häuser sind schlechter isoliert. Genauso danke, das würden wir jetzt nie unterstellen, aber möglicherweise war das unser Lokalangeschein. Aber trotzdem haben sie es geschafft, 75% Gas einzusparen. Und ich glaube, es ist inzwischen relativ breiter Konsens. Wir haben jetzt auch in Österreich ein Biogasgesetz Gott sei Dank gekriegt, dass man auch da auf erneuerbare Gase umstellen muss, weil wir werden es ohne Gas nicht ganz schaffen. Das ist einfach so. Das heißt, die oberste Prinzip hier mal runterzukommen vom Energieverbrauch, vielleicht nicht immer 100% Lösungen anzusetzen, sondern also der deutsche Weg, und das ist auch jetzt die europäische Diskussion auf dem Level, dass man mal runterkommt schrittweise, ist vielleicht doch einer, der von vielen mitgegangen ist. Ich bin da ganz beim Herrn Bayer. Wenn Sie heute ein Häuschen gebaut haben, jeden Groschen zusammengespart haben, um das zu bauen und auch ein Heizsystem nur zu finanzieren, das tut immer am meisten weh, das Haus ist fertig, dann macht man alles kaputt, damit die Technik reinkommt. Also mir hat das wahnsinnig geschmerzt. Und dann soll man das einfach weghauen, obwohl es nur funktioniert. Das ist weder ressourcenschonend noch irgendwas.
Gleichzeitig müssen wir es aber schaffen, da massiv runterzukommen mit dem Energieverbrauch. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass man sich in Österreich doch auch einmal das deutsche Modell, also sich Österreich einmal an Deutschland ein Vorbild nimmt und nicht immer wir das Vorbild für Deutschland sein wollen. Und vielleicht ist manchmal ein bisschen weniger mehr. Das würde ich jetzt ganz gerne nach Deutschland schicken, weil wenn ich mit deutschen Kollegen rede, die lassen am deutschen GIG ja überhaupt kein gutes Haar. Also wir nehmen uns das zum Teil als Vorbild. Finde ich sehr spannend, dass man die Kombination das Beste aus beiden Welten vielleicht auch aus IWP und GIG machen kann. Die Umsetzung des GIGs ist etwas anderes. Also die Umsetzung des GIGs war hochdilettantisch, muss man auch erst einmal zusammenbringen. Also wirklich, und jetzt noch die ganze Bürokratieapparat, also mehr oder weniger den Erneuerungsmarkt in Dreivierteljahr zu stoppen, das muss man schon zuerst einmal zusammenbringen. Daran nehmen wir uns sicher kein Beispiel, also hoffentlich nicht, haben wir uns auch nicht. Aber der Grundansatz hier, Technologieoffenheit und eben nicht immer diesen 100%-Ansatz zu wählen, ist schon der richtige. Die Umsetzung nicht. Kehren wir vielleicht für die Abschlussrunde von der Zukunft bzw. von den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Förderbedingungen zurück zur Technologie der Hybridheizung. Abschlussrunde, ich würde sagen, Herr Andres, beginnen wir vielleicht bei Ihnen. Die Hybridheizung ist eine Lösung, haben wir jetzt diskutiert und relativ klargelegt, für das Einfamilienhaus, die braucht ein gewisses Know-how. Jetzt haben Sie als Bösch dieses Paket aufgestellt, jetzt forcieren Sie dieses Thema sehr stark und gehen da sehr stark damit heraus. Wenn wir in einem Jahr hier noch einmal sitzen würden, was denken Sie, wie würden wir dann über die Hybridheizung reden? Hätten Sie, was werden Sie erreicht haben in dem nächsten Jahr mit der Hybridheizung? Ja, ich muss jetzt natürlich den Wunsch und Wirklichkeit zusammenbekommen. Ja, und es liegt ja nicht nur an mir, ja, sondern wir haben ja eine komplette Organisation österreichweit, die da unterwegs ist. Aber es ist schon so, dass da jetzt mein Herzblut drinnen steckt. Ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung, dass ein Produkt überhaupt funktionieren kann. Wir sind ja nächste Woche auf der Messe Wales. Ich möchte jetzt nicht an Zahlen dingfest machen. Ja. Es geht primär darum, dass man, ich mein, wir sind Unternehmen und wir erwirtschaften Umsätze und Gewinne. Das System muss sich natürlich drehen. Ja, also das System muss auch einen Umsatz abwerfen. Stand heute gehe ich davon aus, dass wir da eine Erfolgsgeschichte sehen werden. Herr Bayer, an Sie die Frage als Praktiker. Wie viele Hybridheizungen werden Sie bauen? Ich hoffe viel. Nein, ich sehe einen Sinn einfach drin. Man ist selber bei uns heute, bei uns selber im Eigenheim, es funktioniert und das Gesamte, das gemeinsam mit Photovoltaik, Holz, Luftwärmepumpe unterstützend, ich kann mir das selber einstellen. Die Sonne ist da, ich freue mich, wenn ich drauf schaue und sage, ah super, sie läuft, schön. Und da weiß ich, das ist für mich nachhaltig. Elisabeth, die Marktzahlen haben wir schon angesprochen. Es gibt keine Marktzahlen für Hybridheizungen, weil es ja letztendlich Einzelsysteme sind. Glaubst du, könnte es Sinn machen, in ein, zwei Jahren dann auch wirklich Hybridheizungen als Paket in der Marktstatistik aufzuführen? Ganz sicher. In anderen Ländern macht man das ja auch schon. Dort, wo es weiter ist, das sind zwar momentan die Kompaktgeräte, sind nicht so innovativ wie vom Bösch, wo es Holz gemeinsam mit Wärmepumpe ist. Dort sind es in der Regel Gashybridgeräte mit Wärmepumpe. Das ist im europäischen Ausland eigentlich Standard. Dort wird es auch gezählt, dort gibt es auch europäische Statistiken dazu. Also ich gehe davon aus, dass das eine große Rolle spielen wird. Wir werden es auch als eigenes Produkt in Ökodesign bekommen. Also früher oder später wird es auch da landen. Und ich bin auch überzeugt, dass eben um diese Photovoltaik-Strom zu nutzen, dass das auch im großvolumigen städtischen Wohnbau, dort wo es zentrale Anlagen gibt, ein Riesenthema sein wird. Bei Etagenheizungen sehe ich es ähnlich kritisch, da werden wir wahrscheinlich eher Biogas sehen. Aber bei großen Wohnanlagen, da hat, also wenn ich mir eine Stadt wie Wien anschaue, die hat ja Riesenflächen auf jedem Haus, mehr als genug, wo man Eigenstrom produzieren kann und diese dezentralen Hybridlösungen sehr wohl locker installieren kann. Okay.
Herr Zacherl, Sie bekommen das Schlusswort. Ihnen lasse ich es frei, wie Sie den Ausblick auf die Hybridheizung geben. Dankeschön. ich denke, wir, das ist Hybrid, das ist ein super Thema, das vielleicht aber für den Endkunden dazu sehen und auch für uns als Bösch. Ich meine, wir sind Generalist, wir bieten ja alle Systeme an, wir kommen ja aus der Gas- und Ölwelt und haben damals schon Hybridsysteme noch klassisch mit Öl und Feststoffkessel gebaut. Also für uns ist es ein super Thema. Wir können es verbinden, vernetzen. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Systeme dafür, wir haben natürlich auch den Kundendienst dafür, die dann diese Systeme auch servicieren kann und in Betrieb nehmen kann und auch in den Wartungsbereich können wir da abdecken. Also ich denke, es ist für den Installateur, es ist für den Endkunden eine Riesenmöglichkeit. Ich kann selbst eingreifen, wie meine Heizkosten sein werden. Es ist für den Installateur ein Thema, zwei Systeme einzubauen und auch ein Thema, über das er jetzt sprechen kann, wenn es fix fertig ein Paket gibt. Und für uns ist es eine Chance, ein System am Markt zu bringen, um mehr Stück zu den Ralfordsfeuer gesagt, wir sind natürlich ein Unternehmen und wollen auch Umsätze und Gewinne erwirtschaften, um ein neues Produkt zu launchen und für das auch mehr Absatz zu generieren. Also Hybridheizung als eigenes Produkt ist einfach ein sehr großer Schritt, weil man jetzt nicht bei jeder Anlage sich alles selber zusammenbasteln muss, sondern tatsächlich auf ein vorgefertigtes Produkt zugreifen kann. Das ist letztendlich auch ein Ansatz, der dem Ausführenden, dem Anlagenbauer sehr hilft. Ja, danke für die Diskussion. Danke auch an Sie fürs Zuschauen, fürs Mitfragen, fürs Mitdiskutieren. Danke an Bösch für die Realisierung dieser heutigen Runde. Es wird in ein paar Tagen diese Diskussionsrunde auf YouTube zu besichtigen sein. Wir werden das über tga.at bzw. über unsere Newsletter natürlich hinausspielen. Ich kann Sie nur einladen, jetzt auch auf LinkedIn der TGA-Event-Seite zu folgen. Auch hier, jetzt sollte hier ein QR-Code, glaube ich, links unter mir eingeblendet sein. Den lassen wir jetzt ein bisschen stehen, da rede ich drüber. Da kommen Sie gleich direkt hin. Wenn Sie dort, wenn Sie uns dort folgen, dann bekommen Sie die fertige Sendung auch ausgespielt, sobald sie auf YouTube hochgeladen wird. Ich darf Sie an dieser Stelle noch auf zwei unserer Veranstaltungen hinweisen und ein neues Videoformat. Die haben ebenfalls mit Gebäudetechnik und Sanierung sowie Hybridheizung zu tun. Und zwar haben wir am 23. April die Veranstaltung Technik im Krankenhaus. Da sind wir im Krankenhaus Nord. Das wird spannend. Das ist tatsächlich das größte Krankenhausprojekt der letzten Jahre in Österreich. Und dort haben Sie als Gebäudetechniker auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und sich tatsächlich die gebäudetechnischen Systeme im Heizraum, im Technikraum anzuschauen. Da kommt man nicht alle Tage hin. 23. April im Krankenhaus Nord, Technik im Krankenhaus. Am 14. Mai, da probieren wir was, das haben wir genannt TGA meets Wachstum. Das ist ein Halbtagsformat, das sich im letzten Jahr schon sehr gut bestätigt hat. Hier schauen wir uns zwei Segmente der Gebäudetechnik an, die 2024 Wachstum versprechen, in schwierigen Zeiten, wo der Neubau am Boden liegt. Das eine ist die gebäudetechnische Sanierung und das andere ist der Dauerbrenner in der österreichischen Volkswirtschaft Tourismus. Der Wintersaison ist super gelaufen. Die Touristiker sind alle hochzufrieden mit der Schneelage, mit der Buchung etc. Die haben Geld zu investieren. Am 14. Mai werden wir uns anschauen, wo investieren die Touristiker, was haben die für Nachfragen und wo geht es in diesem Bereich hin. Und der letzte Punkt, den ich Ihnen noch ans Herz legen möchte, ist unser neues Videomagazin Renewable, bei dem wir jeweils ein Thema uns vornehmen und ein bisschen genau auf den Zahn fühlen. In der ersten Folge, die wir vor 5-6 Tagen hochgeladen haben, waren es die Energiegemeinschaften. Das geht gerade ziemlich durch die Decke. Da haben wir schon mehr Views, als wir gedacht haben. Wir sind jetzt, glaube ich, Stand heute bei irgendwas 5.500 Menschen, die sich das schon angeschaut haben. Wir versuchen zu beantworten, braucht man für Energiegemeinschaft eine Blockchain oder reicht der Bierkisten am Ende des Jahres, dass man sagt, passt schon, das ist der Ausgleich für die erzeugte Energie. Interessanterweise geht beides, aber die Fragen, die wirklich unter den Nägeln brennen, sind ganz andere, haben wir im Zuge der Erstellung dieser Sendung entdeckt. Ja, in diesem Sinne hoffe ich auf ein baldiges Wiedersehen auf irgendeinem Kanal, in einer Live-Veranstaltung beim nächsten TGA Roundtable oder Renewable. Wenn nicht, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns ein Mail oder auch folgen Sie uns auf LinkedIn und kommentieren Sie uns. Wir sind neugierig, was Sie zu uns zu sagen zu haben. Jetzt sind wir mit den Hybridheizungen durch. Herzlichen Dank noch einmal an die Runde und schönen Nachmittag. Danke. Danke.